Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen All-in-Game-Show. Heute mit dabei die Kandidaten. Sven? Moin. Der zweite Kandidat. Mr. Bowser LP. Da. Bernd ist jetzt gerade in der Dragon Ball Wettkampfarena. Sven ist zu Hause. Was? Ja, Bernd habe ich einen Hintergrund gegeben. Der ist jetzt in der Wettkampfarena von Dragon Ball. Ha! Loser. Ja, weil das ist jetzt da siehst ein richtig krasser... Wenn man keine Facecam hat, ne, dann ist man halt geil. Dann ist man richtig geil und auf jeden Fall erste Game-Show. Wenn euch das gefällt, gerne liken, dann gibt's demnächst noch eins. Habe ich nämlich schon fast vorbereitet. Das Geile jetzt gerade ist, die beiden wollten nicht wissen, was für eine Game-Show sie jetzt hier mitmachen. Wollen sich überraschen lassen. Das heißt, ihr wisst mehr als die... Korrekt, Alter. In diesem Moment wisst ihr mehr als die beiden, weil ihr kennt wenigstens die Titel. Wow. Das ganze, die Spielshow heute heißt, wer weiß mehr? Wow. Okay, ich bin krass drauf. Ich hab ja gesagt, das liegt an euch, wie lange die Folge geht. So, das wird ganz... In welchem Bereich, ob wir wo, wer... Das erkläre ich sofort. Das sind fünf Kategorien, also fünf verschiedene Bereiche. Und das wird dann folgendermaßen wird das laufen, ne? Also, zum Beispiel, ich will jetzt wissen, nenn mir eine Farbe. Sven fängt dann zum Beispiel an und sagt dann rot. Ah, dann bist du dran, musst die nächste Farbe nennen. Und bis einer was wiederholt oder was Falsches sagt, geht immer so weiter. Ach so, das ist cool. Das hab ich halt auch. Das hast du aus Schlag dem Rab oder Schlag dem Star. Sowas, da gibt's das auch. Ach echt? Ich hab das tatsächlich nicht davon. Ach so. Aber gab's da auch damals, Schlag dem Rab. Krass, ich hab tatsächlich mal so über Schlag dem Rab oder so nachgedacht, in wieder Kategorie rauszunehmen, aber da fiel mir irgendwie auf einen anderen Weg ein. Also, lustig. Egal, aber ich meine, das gab's da auch mal. Keine Ahnung. Okay. Prinzip soweit verstanden. Schön, Bettbezug. Ja, hier, willst du mal sehen? Ah, wundervoll. Dankeschön. Gott, muss ich nachher viel cutten. Ja, ich hab da Wix. Ich bin ruhig. Dann lass ich drin. Das wäre der Vorintro, ich hab Wix. Wix, ja. Wix, so, okay, ich gut. Hab Wixe, das kommt davor, alles klar. Ja, ich hab Wix. Auf jeden Fall. Habt ihr das soweit verstanden? Das Prinzip, ja, wie es funktioniert? Ja, obwohl. Warte, ich los das eben einmal schnell aus, wer anfangen darf. Moment. Das mit der ersten Kategorie meinst du jetzt? Genau, da darf Sven anfangen. Ach du Scheiße, ey. Sven fängt an. Also dann zweite Kategorie fängt Bernd dann an und dann dritte Kategorie fängt Sven dann immer abwechselnd. Dann darf man. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die ersten drei Kategorien gewinne, dann ist es vorbei. Nee, ich würde sagen, wir machen alle fünf. Einfach als Spoilerschutz. Damit einfach keiner rechnet, dass du Sven jetzt stompst oder so andersrum. Okay, gut. Würde ich halt sagen. Also Sven, wir machen es spannend. Die erste Runde gewinnst du, dann ich und die letzte machen wir einfach unentschieden, hat jeder 2,5. Ja. Geil. So funktioniert es nicht. Wir müssen unentschieden machen. Wenn einer was richtig gesagt und der andere falsch, ist es vorbei. Bernd und ich entscheiden uns schon irgendwie für ein Unentschieden. Das kriegen wir sagen, ja. Wir sagen den letzten, den wir dann wissen, sagen wir einfach gleichzeitig. Genau. Jo, alles klar. Auf jeden Fall. Müssen wir irgendwas schreiben oder einfach nur rum erzählen? Ich sag Sven, du bist dran, dann sag ich Bernd ist dran, dann sag ich Sven ist dran. Und dann hast du mal, ich würde sagen, maximal 30 Sekunden Zeit, was zu sagen. Also du musst sagen, nicht schreiben, du musst nur sagen, was dir gerade einfällt. Okay, gut. Was ist die erste Kategorie? Okay, seid ihr bereit? Sven, ja. Also ich sag die erste Kategorie und dann ist Sven dran. Dann muss Sven. Ja. Also keine Charaktere werden doppelt genannt. Also wenn jetzt irgendwas zwei Namen hat, und ihr nennt den einen, dann ist der andere Name auch raus, logischerweise, weil es ja dieselbe Person ist, ne? Logisch. Okay. Also kurz der Name ihr versteht das schon. Ich hab natürlich umsonst gesagt, die erste Kategorie ist Star Wars Charaktere aus dem Film. Men. Sven? Obi-Wan. Kenobi. Jo. Bernd? Han Solo. Jo. Sven? Rey. Jo. Bernd? C-3PO. Jo. Sven? R2-D2. Bernd? Luke Skywalker. Mhm. Han Solo. Wurde schon genannt. Echt? Ah! Ja, erster Punkt geht an Bernd. Erster Punkt geht an Bernd. Park. So schnell kann es gehen. 1-0 für Bernti. Nämlich dein. Sauber. Bernd. Scheiße, ey. Das sehe ich mich überhaupt da nicht. Da geht das Dumpen auch schon los.
Das war Kategorie 2. Okay, Nummer Kategorie 2. Er sagt, er dauert keine Stunde, so wie, ne? Kategorie 2, Bernd darf anfangen. Ne? Okay. Fußball, WM, Austragungsorte, die Länder. Willst du mich verarschen? Okay, ich fange mal ganz. WM, ne? WM, Weltmeisterschaft, genau. Okay, Südafrika. Jo. Sven? Also, wo sie schon ausgetragen haben. Genau, wo sie schon waren. Okay. Gut. Sven? Russland? Ja, Bernd. Oh. Sven. Brasilien. Oh, fick, ja. Das soll ich auch noch sagen. Ja, genau. Sven. Afrika. Nee, hast du schon, ne? Afrika ist ein Kontinent. Ja, weiß ich ja nicht. Und das andere Afrika habe ich auch schon gesagt, was im Süden ist. Ja, ja gut, 2-0 für Bernd. Glückwunsch. Das sagt ja keine 10 Minuten dauert das Ding hier. Ja, du weißt, ich setze mich nicht mehr zu Fußball auseinander. Ja, dritte Kategorie. Ich habe deswegen gesagt, du gewinnst die erste. Ich dachte, du mit dem Film. Oh. Oder mit Clone Wars und so. So, dritte Kategorie. Ne? Sven, du fängst an. Mhm. Spiele des Jahres von den DICE Awards seit 1998. Alle Spiele des Jahres. Witzig, was? Spiele des Jahres? Die Spiele des Jahres seit 1998 hätte ich gerne. Oh Gott. Also es ist begrenzt, mal gucken, ob es bis zum Ende schafft. Sven? Schön, ne? Spiele des Jahres. Moment mal, Spiele des Jahres. Hände weg von der Tastatur, Sven. Hände weg von der Tastatur. Wo ist mein Timer? Ich hab echt nicht gedacht, dass ich den so schnell brauche. Und go. So, hast jetzt 30 Sekunden laufen, ab jetzt. Spiele des Jahres. Ich könnte auch nur raten. GG, Bernd. Na, aber Sven fängt ja an, das ist das Gute. 15 hast du noch, 15 Sekunden. Ja, ich sag jetzt einfach mal Assassin's Creed 3. Keine Ahnung. Dritte Runde geht an Bernd. Fick dich, Alter. Ich hätte ja zumindest Skyrim GTA 5 oder sowas gesagt. Skyrim wärst du richtig gewesen. Ja, siehst du? Ja, das ist für mich kein Spiel des Jahres. Alle Spiele des Jahres sind erstmal das 98 war es GoldenEye 007. Dann Zelda Ocarina of Time. Stimmt, das. Ja. Die Sims 1. Mhm. Diablo 2. Halo 1. Halo 1 auch? Okay. Ach, geil, hast du nicht von. Halo 1 war auch aus dem. Ja, nee. Ich erzähle jetzt gerade von 98, 99, 2000, 2001, 2002 bin ich jetzt gerade. Ja, okay, mach weiter. Mach einfach weiter. Dann 2003 müsste das sein: Battlefield 1942. Ja. Dann Call of Duty 1. Ja. Half-Life 2. Das ja. Erste God of War. Ja. Gears of War. Gears of War, ja. Modern Warfare 1. Little Big Planet, ja. Uncharted 2, Mass Effect 2, ja. Skyrim, Journey, The Last of Us, Dragon Age, Inquisition ist das, Fallout 4, Overwatch, Breath of the Wild. Ja, okay, dann, wenn man die jetzt so hört, dann hätte ich doch mehr gewusst. Aber mir wäre jetzt so am Anfang wäre mir nur Skyrim eingefallen. Weißt du schon, hast du so auf jeden Fall einen mehr gewusst als Sven. Ja. Okay, nee, ich dachte, von Assassin's Creed gab es auch irgendwie ein Game of the Year, irgendwie so eine Edition. Game of the Year Edition ist was anderes als das Spiel. Das ist einfach nur das Hauptspiel mit den DLCs. Ach so. Genau. Und jetzt Runde 4. Runde 4. Bernd für 3-0. Kann Sven noch gewinnen? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Ich wollte nur kurz sagen, nach 9 Minuten stand der Sieger schon fest. So, nächste Kategorie. Ja? Komm, Sven, macht es jetzt noch ein bisschen spannend. Marvel-Filme. Okay, dann fange ich wieder an mit Iron Man 1. Ja, genau. Sven. Spider-Man Homecoming. Ja. Bernd. Tor, Tag der Entscheidung. Genau. Sven. Ja, warte, hier. Timer. Captain Marvel. Ja, okay. Der ist aber noch nicht raus. Ja, aber Kino startet bestätigt, ist okay. Das hatte ich auch da extra stehen. Ja, okay. Ist okay. Dann sag ich jetzt Captain America, The First Avenger. Jo. Sven. Ant-Man. Jo. Civil War. Jo. Infinity
Warfare. Nee, nee. Warfare. Ich sag Call of Duty Infinity Warfare. Von Marvel. Nee, ja, ich seh grad dieses Cover von mir vorne. Ist okay. Ben? Du weißt, was ich meine. Dann, solltest jetzt Infinity War, ne? Ja. Ja. Dann sag ich. Wie heißt. Hulk. Ja. Oh, das soll ich. Ja. Sven? Aber da gab's auch zwei Teile, ne? Nee. Sven? Nein. Hulk gab's einen. Ich hab aber auch Hulk 2. Aber vielleicht zählt Hulk 2 ja nicht dazu. Es gibt nur. Der einzige, der dazu zählt, ist der unglaubliche Hulk von Edward Norton damals. Ja, aber es gibt noch The Hulk 2, aber. Na gut, es gibt noch drei Spider-Man-Filme davor und es gibt noch zwei Spider-Man-Filme danach nochmal davor. Ja, das stimmt auch. So, Sven. Ja, hier Ant-Man and the Wasp. Ja, Bernd. Iron Man 2. Jo. Sven. Iron Man 3. Jo, Bernd. Avengers 1. Ja, Sven. Jetzt bin ich raus. Tor 3. Nee, doch, Tor 3 hält, ne? Hatte ich schon. Ich hatte Tor Tag der Entscheidung. Ja, das ist der Tor Tag der Entscheidung. Ich dachte, das war 2. Nee, nice. Sauber, Punkt 4. 2 wäre The Duck Kingdom. 4-0 für Bernd. Tja, ich. So, geh runter. Nach 13 Minuten für Bernd 4-0. Wollte ich mal kurz darstellen. So, 5 für Kategorie. Seid ihr bereit? Ja. Nein. Okay. Sven dann, fängt an, ne? Sven fängt an, nee, genau. Alle? Ich? Nein, ich habe gerade bei Marvel-Filmen angefangen. Achso. Ja, kann sein. Alles klar, Sven. Bist du sehr bereit für die erste, für die Kategorie? Definitiv überhaupt nicht. Alle bisher auf unserem Kanal erschienenen Spiele. Los. Oh. Fortnite. Ja. Ja. Ich kotze gleich. Apex. Ja, Sven. Uno. Ja, Bernd. Gangster Sniper. Ja, Sven. Toripef. Ja, Bernd. Gangster Sniper 2. Ja. Sven. Animal Jump, oder wie das heißt. Ja, okay. Bernd. Not COD. Ja. Der war Schrottwichtig. Ja. Sven. Ja. Resident Evil 2, die Demo. Oder Beta, was das war. Ja. Bernd. Ich bin wieder. Dann sag ich jetzt Orion Preload. Ja. Sven. Anthem? Ja. Bernd. Verdammt, das wäre jetzt mein Joker gewesen. Das haben wir noch aufgenommen. Hast du 20 Sekunden, alles gut. Ja. Ich bin gerade überlegen, was ich so an Videos rausgebracht habe. Octodad. Ja, Sven. Hummelparty. Ja, Bernd. Ist doch auch ein. Dann sag ich jetzt Brawlhalla. Ja, Sven. Dragon Ball Xenoverse 2. Ja. Bernd. Das ist eine kleine Kackaffe, Alter. Was habe ich noch gespielt? There's Poop in my Soup, mein erstes Spiel. Jo, Sven. Sleeping Dawn. Du darfst nicht auf unserem Kanal gucken, Sven, ne? Oder auf YouTube. Mach ich nicht. Ja. Ah, wie heißt Horror Legends? Ja. Oh, fick die Bären. Sven? Jetzt wird's aber auch eng. Jetzt wird's richtig eng. Oh Gott, hier. Zählt das auch hier Dragon Ball Xenoverse 1? Ja. Es ist das ein altes Video von dir, aber es ist hochgeladen. Es ist hochgeladen. Es ist ein Spiel, was auf unserem Kanal ist. Tja, Bernd, das zählt. Da war ja die Frage. Bernd? Oh. Ah, hier.
Mindestens 5. Wie heißt es? Seven Days to Die. Ja, Sven. Oh Gott, wie hieß das nochmal? The Man's Green Plastic. Plastic Soldiers oder Soldier Man's irgendwie. Ist das deine offizielle Antwort? Plastic Soldiers? Nee, ach hier. Plastic Wars, glaube ich, ne? Ist das deine offizielle Aussage? The Green Man's Plastic Wars, oder? Ja, doch, das ist meine offizielle. Ja? Ja. Punkt geht an Bernd. Plastic Warfare. Nicht Wars. Fick dich doch, Alter, ey. Das ist was anderes, Plastic Wars. Ja, bei Flo und Bernd. GG. Ich hätte danach aber auch nichts mehr gewusst. Deep Rock Galactic wäre noch da gewesen. Ach, das habe ich ja auch noch aufgenommen, genau. Hong Kong Massacre war noch da. Stimmt, das hast du noch gehabt. Spooky's Jumpscare Menschen. Stimmt. Von Holger, ist auf dem Kanal. Wer wollte ich ja nicht. Und Something in the Air ist auch noch da. Stimmt. Aber viel war nicht, also wir haben fast alles gesagt, ne? Waren noch 4 Stück, also das wäre so gesehen die Chance gewesen, noch einen Ausgleich in einer Runde zu schaffen, was... Ja, Sven, 5-0, ne? Ja, kann man nichts machen. Ich freue mich schon auf Runde 2. Krieg ich da eigentlich ein Handicap oder so, dass ich irgendwie mit minus 1 starte? Mit minus 4. Ich krieg euch doch. Ja, die 4. Was wäre das gewesen? Nee, aber die letzte Runde war auf jeden Fall die beste. Nicht schlecht. Und Marvel-Filme. Ja, das auch, das stimmt. Was mich jetzt geärgert hat, dass Sven bei den Star Wars-Charakteren schon abgekackt ist. So ja, ich hab dir nicht zugehört. Ich hab extra. Ja, siehste? Ja, siehste? Man doch. Ich war jetzt dann überlegen, hat er Han Solo vorhin schon gesagt oder hat er was anderes gesagt? Ich hab extra vorher gesagt, man hat 30 Sekunden Zeit zu überlegen. Jetzt hätte ich gerne einen anderen überlegen können. So da wollte ich eigentlich davor sagen, aber. Ja, mach's jetzt aber nicht, einen Scheiß drauf. Ja, so schnell kannst du. Han Solo hat er bestimmt das gesagt, andere Format wäre ein All-in-Nerd-Quiz. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne in die Kommentare schreiben, gerne ein Like da lassen, vielleicht ein Abo. Abonnieren, nicht damit vergessen. Damit ihr es auch gar nicht, auf jeden Fall abonnieren, nicht verpasst. Favorisieren. Glock aktivieren. Ja, auf jeden Fall, erste All-in-Game-Show ging knapp an Bernd. Aber nur ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Ciao. Ciao. Ciao.